Zack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Wir sind am Start mit der 7. Episode und heute geht es alles nachkommentiert aufgrund des Verlustes einer Sounddatei. Ist ja in der Zeit häufiger vorgekommen. Gegen unter anderem richtig starke Gegner und zwar gegen Dynamo Dresden, gegen die wir auch in Realität einiges an Struggle hatten. Und dazu noch gegen einen zweiten Gegner, gegen den wir Struggle hatten in Realität, und zwar Union Berlin. Wenn es euch gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich drüber freuen. In der Videobeschreibung Links zu IG Vault, 6% Rabatt bei Comax Gaming TV. Dazu zu meinem Merchandise und selbstverständlich auch zu meinen Social Media Links. Checkt die auf jeden Fall aus. Hier sehen wir gerade noch ein paar Jugendspieler mit ein bisschen Potenzial, die wir auf jeden Fall drin lassen. Unsere Ziele sind gefährdet, aber das soll uns noch nicht jucken, denn die werden wir schon irgendwie erreichen. Und deswegen gehen wir jetzt ohne weitere Umschweife ins Spiel. Und zwar in das erste dieser Episode gegen Union Berlin. Wir sind zweimal im Osten und beziehungsweise zweimal gegen den Osten und das wird auf jeden Fall eine ganz interessante Sache. Arkenberg möchte spielen, machen wir so. Auf geht's! Hannover 96 zu Gast bei den Köpenickern von Union Berlin in der alten Försterei. Das ist natürlich eine Stätte, in der jedes einzelne Spiel für den Gast schwerfällt. Und genau das wollte sich Union heute zu Nutzen machen, gegen den Bundesliga-Absteiger, um zu 3 Punkten zu kommen. Hannover 96 war aber ja auch nicht mit der besten Elf angereist. Momentan Tabellenplatz 2 für die Roten. 6 Punkte trennen sie bereits vom VfB Stuttgart, der bisher jedes einzelne Spiel gewonnen hat. Allerdings, wie gesagt, aufgrund des Verschleißes der letzten Woche nicht mit A11 angereist. Das ist eine mutige Entscheidung von Trainer Daniel Stendel. Wir schauen uns einmal an, wie 96 hier auftreten wird. Einer war dabei, der ist ganz wichtig momentan, und zwar Niklas Füllkrug, Top-Torjäger der Bundesliga 2 und Top-Torjäger der heute in schwarz gekleideten, eigentlich Roten aus der niedersächsischen Landeshauptstadt. Allerdings hat er heute Kollegen dabei, die er normalerweise nicht an seiner Seite hat. Beispielsweise einige Jungspunde. Wir gucken erst einmal auf Union Berlin, Buskessel, Magalan, Leisner, Schönheim, Fürst, dazu Kroos, Senjulahu, Nikchi, der ehemalige 96er, Brandy und Hedlund vorne in der Sturmspitze. Das heißt, eine offensive Dreierkette, gerade Nikchi natürlich für ihn ein besonderes Spiel gegen seinen alten Club. Und bei Hannover 96 sehen wir hier bereits, aha, da haben wir doch einen Dänen und einen sehr, sehr schnellen Deutschen in der Startelf. Und zwar Uwe Bech und Noah Joel Saren, Renbase, die spielten auf den Außen, eben um Niklas Füllkrug mit Bällen zu füttern. Dahinter allerdings auch einige Änderungen bei Daniel Stendel. Schauner davor, Arkenberg, der gefordert hatte zu spielen. Sané, Strandberg und Albonos davor, dann Kreilach gegen seine alte Liebe, Karaman auf der 10 und Bakalotto auf der 6. Das heißt mal absolut umgewürfeltes Team bei Hannover 96. Sollte das klappen? Wir werden sehen. Sie sporten sich auf jeden Fall genauso ein wie bisher in dieser Saison. Und sie hatten ja auch einige Leistungsträger trotzdem in der Startelf, zum Beispiel Salif Sané, bockstarker Innenverteidiger. Allerdings war der zunächst nicht gefragt, denn Hannover war die einzige Mannschaft hier in Köpenick, die offensiv agierte. Das ist Uwe Bech, schöne Flanke in die Mitte. Allerdings ist da keiner, das Ganze rausgeklärt und der Ball kommt zu Damir Krajlach und der zieht mal ab, allerdings abgefälscht. Der Kroate bisher noch nicht ganz bei 96 angekommen, noch nicht mit den Leistungen, die er bei Union Berlin bringen konnte. Allerdings, man soll ihm auch ein bisschen Zeit lassen. Die anschließende Ecke, Sané ist da. Das war schon ein bisschen gefährlich, aber über den Kasten hinweg und dementsprechend blieb es beim 0:0. Danach passierte eine kleine Weile nichts mehr. Hannover war aber das Team, was weiterhin was nach vorne versuchte. Meistens allerdings scheiterte es an zu wenig Präzision. Union kam allerdings auch nicht wirklich nach vorne, sondern spielte sich eher weiter in die Bredouille. Und wenn sie da mal den Ball eroberten, dann war das offensiv auch nicht sonderlich kreativ. Hier Saren Renbase mit einem Ballverlust und das kommt dann bei den Offensivbemühungen der Berliner bei rum. Ein Pass direkt wieder zurück zum Gegner. Die Fans waren bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ungeduldig, allerdings sollte sich das noch umändern, denn es gab direkt die nächste Chance für 96 aus diesem Fehlpass, diesem unnötigen Fehlpass heraus. Das ist Niklas Füllkrug und er zurück auf Uwe Bech. An sich ein schöner Versuch, ein bisschen zu hoch gezielt vom Dänen. Allerdings hatte er ja noch einige Gelegenheiten, das besser zu machen im zweiten Durchgang. Hier aber der Ballverlust von Niklas Füllkrug und plötzlich wusste Berlin, wie man offensiv spielt und sie wussten vor allem, wie man kontert. Und da ist Felix Kroos, der Bruder vom Weltmeister Toni Kroos, allein auf weiter Flur. Aber Philipp Schauner, auch wenn er nicht rankommt, verhindert mit seiner reinen Anwesenheit dieses Gegentor. Der Ball fliegt an den Pfosten. Eigentlich eine hundertprozentige Situation für Felix Kroos. Er kann sie aber nicht nutzen. Im Endeffekt klärt dann Albonos, nachdem 96 zunächst nicht hatte klären können. Dann ging Nikchi runter. Der hat ein gutes Spiel gemacht, der ehemalige 96er, der Schweizer. Dafür kam Thiel rein, ehemaliger Kölner. Auf der anderen Seite Füllkrug und Bech, beide relativ blass runter. Soberg kam unter anderem in die Partie, aber zunächst einmal war der andere Einwechsler gefragt, und zwar der Berliner, das ist Thiel. Sané kommt nicht hinterher. Keiner reift ihn wirklich an. Am zweiten Pfosten steht er frei. Und das ist Hedlund. 1:0.
0 für Union Berlin. 62. Spielminute. Plötzlich führten die Köpenicker. Und warum? Weil 96s Defensive im absoluten Tiefschlaf erwischt wurde. Da ging keiner mit seinem Mann mit. Sané viel zu lässig gegen Thiel. Und dann lassen sie sich da komplett auseinandernehmen. Anton sieht nicht gut aus am zweiten Pfosten. Ja, Kreilach war nicht mitgegangen. Und Hedlund muss nur einschieben. Schauner ist machtlos. Hannover also in Rückstand. Sie mussten zurückkommen und sie wollen natürlich dranbleiben zumindest. Ja, Daniel Stendel, so wird das nicht, irgendwie an Stuttgart dran zu bleiben. Aber man hatte ja noch einige Minuten. 65. Das ist mal die nächste Gelegenheit. Sebastian Mayer eingewechselt. Erster guter Versuch des Ex-Paulianers. Und das war so ein bisschen der Beginn. Allerdings, naja, die Chancen kamen nicht im Überfluss und sie kamen auch nicht sonderlich hochkarätig. Wieder Sebastian Mayer, Ball verloren. Kreilach, den muss er normalerweise machen aus Elfmetern. Aber es war nicht der Tag des ehemaligen Berliners, der Kroate. Mit einigen guten Akzenten, aber nicht zwingend genug. Und dementsprechend zitterte 96 in die Schlussphase. Flanke, Sarin Renbase. Nicht souverän geklärt, aber halt geklärt. Nur das war das große Problem, denn die 96er kamen einfach nicht zu zwingenden Torchancen. Dann gab es nochmal einen Wechsel auf Seiten der Berliner. Hedlund ging raus und bei 96 ging man auf die letzte Option. Man brachte Szabolcs Huszti, den Ungar, der ja zuletzt nach seiner Rückkehr so stark gewesen war. Aber zunächst einmal war in der Offensive eher Berlin gefragt. Schönes Tackling im eigenen 16er der 96er. Ball aber nur unzureichend geklärt, denn er kommt direkt wieder zurück über Schönheim und Senjulahu. Das ist wieder Thiel und der machte draußen richtig Alarm. Ball in den Rückraum, der Schussversuch. Aber der war zu unpräzise und dementsprechend kam 96 nochmal. So ziemlich die letzte Chance der Partie. 88. Minute, Karaman setzt sich außen durch gegen Schönheim. Ball in die Mitte, nochmal weiter und der Schuss von Bakalotz ist drin, abgefälscht. Noch vom Keeper, aber das ist egal, denn es ist der Ausgleich. Vollkommen aus dem Nichts. Hannover 96 hatte keine großen Chancen und dann Karaman, der den Ball zurücklegt, Meier verlängert und Marvin Bakalotz mit seinem ersten Tor für seinen neuen Arbeitgeber, ehemaliger Paderborner, und der weiß, wie man wichtige Tore schießt. Hier, ja, in der 89. Minute mit dem Ausgleich für die 96, aber noch war das Spiel nicht vorbei. Union versuchte es nochmal, schaffte es nicht. Glücklicher Punktgewinn für Hannover 96 bei den Köpenickern. So bleiben sie zumindest leicht an Stuttgart dran. Ja, also souverän war das nicht, definitiv nicht. Wir hätten normalerweise definitiv verlieren müssen, nachdem wir in der zweiten Halbzeit keine Chancen mehr hatten. Ich meine, klar, in der ersten Halbzeit waren wir ein bisschen solider als Berlin, aber in der zweiten Halbzeit hat das Ganze umgekehrt. Und da können wir froh sein, dass Felix Groß diese hundertprozentige nicht genutzt hat. Im nächsten Spiel gegen Dresden muss vieles besser werden, aber wir spielen auch zu Hause. Vielleicht bringt uns das was. Wir wissen ja, dass Union Berlin sehr, sehr heimstark ist, nicht nur in der Realität, sondern auch in FIFA. Mal sehen, wie es jetzt laufen wird. Gegen Dresden haben wir ja zu Hause in Realität verloren. Mal sehen, wie es in FIFA sein wird. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich würde sagen, keine weiteren Umschweife und direkt mal rein, oder? Ab geht's. Der Aufsteiger aus Dresden zu Gast beim Absteiger aus Hannover. Ein Spiel mit eigentlich klaren Vorzeichen, aber momentan ist Hannover in einer kleinen Schaffenskrise. Zuletzt nur ein Unentschieden gegen Union Berlin und das hatten sie sich erzittert. Und heute waren die Temperaturen zum Zittern in der HDI-Arena. Die Fans ließen sich davon nicht stören. Schöne Choreografie, aber es war ein absolutes Sauwetter. Trotzdem beide Mannschaften natürlich hochmotiviert, hier die drei Punkte mitzunehmen. Hannover musste performen und Dresden wollte sich in der Außenseiterrolle so ein bisschen, ja, davon mogeln. Und natürlich, wenn sich die Chance bieten sollte, sie auch ergreifen und vor allem nutzen, um die Roten mal so richtig zu ärgern. Hier sehen wir direkt den Mann, der das am meisten wollte, Stefanek, der vielleicht beste Spieler bei den Dresdnern, definitiv der talentierteste. Daniel Stendel reagierte darauf mit einer Elf, die definitiv nicht zu schlecht war, um Dresden zu schlagen, allerdings vielleicht zu schlecht, um den Abstand von 8 Punkten auf momentan Tabellenführer VfB Stuttgart zu verringern. Wir werden sehen, was in dieser Partie passieren wird. Zuletzt der Punkt nur gegen Berlin hatte wehgetan, deswegen diesmal wieder A11, Schauner, Sorg, Sané, Anton, Pripp, Schmiedebach zusammen mit Kreilach und Huszti, Füllkrug, Harnik und Felix Klaus. Gewohnte Elf bei den 96ern. Auf die Dresdner Elf gucken wir nicht, da lassen wir uns im Spiel überzeugen und das aus gutem Grund, denn in der Anfangsphase war die Dresdner absolut irrelevant in dieser Partie. Es spielte nur 96, kaum Ballbesitz für die Dresdner, allerdings standen sie hinten solide und das hier war die einzige Chance, die sie wirklich zuließen. Relativ früh in der Partie, 7. Minute, Szabolcs Huszti versucht es, aber Schwebe mit einer sehr guten Parade. Das Ding hätte gepasst vom Ungarn, der hätte sein nächstes Tor erzielt. Zuletzt gegen Union nur auf der Bank, vielleicht das ein Grund, warum man da nicht gewinnen konnte. Er schickt hier auch direkt Manuel Schmiedebach von der Ecke weg und macht sie selber, bringt sie in die Mitte. Und da steht Martin Harnik mit dem Kopfball, wieder ist Schwebe da. Das war die erste Offensivaktion, beziehungsweise die erste offensive Welle der 96er. Danach dauerte es so ein bisschen, bis die Roten wieder nach vorne kamen. Im Gegenteil, Dresden nahm tatsächlich am Spiel teil. Allerdings war das noch nicht sonderlich gefährlich. Er machte
96 das Ding selber scharf. Auf der anderen Seite sah das deutlich besser aus. Hanik hat mal den Tempovorteil. Die Flanke allerdings ein bisschen zu weit. An der Präzision haperte es bei 96. Ich meine, es war diesig, es war neblig, es war nieselig. Allerdings trotzdem normalerweise keine Entschuldigung für Profis. Die müssen den Ball trotzdem an den Mann bringen. Hatten aber, wie gesagt, ihre Probleme damit. Und gerade auf der rechten Außenbahn, über die sie nur spielten, hatten sie einen Temponachteil. Deswegen versuchten sie es ab und zu mal durch die Mitte. Und das sollte tatsächlich auch mal Früchte tragen. Hier der Ball auf Niklas Füllkrug. Der setzt sich einfach durch. Niklas Füllkrug, neunte Saisontor. So einfach kann es dann gehen. 38. Minute, Hannover 96 geht in Führung. Und das zu diesem Zeitpunkt zwar verdient, aber ein bisschen aus dem Nichts. In Dresden stand sehr solide. Sie verteidigten gut, machten offensiv nicht zu viel, eigentlich gar nichts. Hatten wenig Ballbesitz, aber standen sicher. Und dann kommt Niklas Füllkrug. Dem ist einfach alles egal. Haut den Ball vorbei an Schwebe ins Tor. Momentan der einzige 96er, der konstant performt. Zabolczusti ist dafür einfach noch nicht fit genug nach seinem Intermezzo in China bzw. bei Eintracht Frankfurt. Weiter ging es mit 96. Martin Hanik auf der rechten Außenbahn gegen Lamberts. Die Flanke in die Mitte ist nicht schlecht, aber Schwebe ist da. Vor der Halbzeit sollte also nicht mehr weiter passieren bei den 96ern in der Offensive. Oder etwa doch. Nochmal Felix Klaus auf Zabolczusti. Das sieht sehr, sehr gut aus. Er bricht nochmal ab. Er geht in den 16er, macht das wunderbar. Zabolczusti! Wunderbarer Einsatz des Ungarn. Allerdings am Pfosten vorbeigezirkelt. Und das in der Situation natürlich sehr bitter. Denn es wäre vielleicht die Vorentscheidung gewesen für Hannover 96. Und so ging es mit zufriedenen Fans in die Halbzeit, aber mit ein bisschen Unsicherheit, denn noch war es nur ein 1:0 und Dresden hat bereits in dieser Saison Comeback-Qualitäten bewiesen. Hier sehen wir Schwebe, der einmal geschlagen worden war, aber halt auch nicht öfter, und in der zweiten Halbzeit übernahm tatsächlich Dresden dann mal die Initiative. Stefaniak segelt hier vorbei, aber das war der Auftakt einer offensiven Drangphase der Dresdner. Hannover konterte ab und zu mal, es war aber nicht wirklich gefährlich und Dresden machte nur offensiv ja richtig Alarm. Das war richtig gut, was sie da spielten. Vor allem kamen sie, wenn 96 offensiv war, auch mal über Konter. Hier nochmal ein Kopfball, aber Schwebe wieder ohne Probleme. Und dann gehen wir auf die andere Seite und da gehen wir auf die rechte Außenbahn. Fripp terrorisiert unter anderem von Gogia, der den hier eiskalt stehen lässt. Ball in die Mitte, da hat keiner aufgepasst und da ist Lumpi Lamberts und der wieselt den da rein zum 1:1. Man kennt ihn, es ist egal, wie er die Tore macht, er macht sie einfach aus unmöglichen Situationen. Er ekelt sie einfach in den Kasten rein. Schauner hat da keine wirkliche Abwehrchance. Lamberts macht das gut. Ja, durch die Beine des ehemaligen Paulianers. Und jetzt war Dresden natürlich im Aufwind und versuchte weiter nach vorne zu spielen. Und das sah deutlich besser aus als im ersten Durchgang. Sie hatten ihre Gelegenheiten. Jetzt Schauner mit einer guten Parade. Und von Hannover kam nicht mehr wirklich viel. Die Roten mit wenig offensiver Kreativität. Direkt der nächste Konter über Martin Hanik. Der versucht da mit dem Tempo durchzugehen. Wird gestoppt, fällt hin und muss verletzt liegen bleiben. Die nächste Situation, wir sehen es bereits, Spiel unterbrochen. Wir sehen die Wiederholung. Außenbandverletzung, längere Pause für den Österreicher, Übermut und selten gut und das zeigt sich in der Situation. Hannover 96 war geschockt von der Verletzung ihres Leistungsträgers, kam nochmal nach vorne über Felix Klaus, aber das war, naja, alles andere als gefährlich. Sie ließen sich einfach ohne Sinn und Verstand abblocken und so darfst du natürlich gegen einen Aufsteiger nicht spielen, wenn du selber wieder aufsteigen möchtest. Nochmal Zabolczusti, aber auch der Pass viel zu unpräzise. Und im Gegenteil, Dresden traute sich sogar ab und zu nochmal was nach vorne, gerade über Konter, sehr gefährlich. Nochmal Uffe Bech im 16er, war das ein Foul, war das ein Elfmeter, 87. Minute, wir sehen in der Wiederholung. Das war eine knifflige Situation, Körper reingestellt, aber im Endeffekt rutscht Bech da eher aus, dementsprechend kein Elfmeter. Und Hannover war wirklich geschockt. Die waren so geschockt, dass sie gar nicht drauf ging, als Aosmann sich durch die Defensive schlich. Aosmann, das gibt's ja nicht. 2:1 Dynamo Dresden, Nachspielzeit. Die Dresdner wieseln sich mit dem Tor von Lamberts und diesem Tor von Gogia zum Sieg gegen Hannover 96. Was war das für eine Situation? Hannover ohne Sinn und Verstand, gehen sie da überhaupt nicht drauf auf den Dresdner. Und der macht sein erstes Tor in der zweiten Bundesliga und den Siegtreffer für Dynamo Dresden. Hannover also mit einem Osttrauma gegen Union Berlin, nur unentschieden gegen Dresden verloren. Was ist los bei Stendl und seiner Mannschaft? Es muss einiges passieren in Hannover, wenn man an Stuttgart überhaupt noch dranbleiben will. Also ich bin ein bisschen verzweifelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war offensiv absolut keine Kreativität. Das war defensiv total instabil und allgemein einfach nicht gut genug, um aufzusteigen. Also wir haben ja das Thema in Realität momentan. Es wird teilweise Stendl rausgerufen, das ist totaler Schwachsinn, aber man darf einfach solche Spiele nicht verlieren. Ganz einfach. Hanik verletzt, gut, aber offensiv war auch vorher keine Kreativität. Da wir hatten ab und zu mal im Ansatz eine Gelegenheit, aber das war auch wirklich nichts Zwingendes und das geht einfach nicht.
ich weiß nicht, also es liegt teilweise klar an mir, aber auch irgendwie die Mannschaft. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise sollten sie gut in Form sein. Die Formkurve zeigt nach oben. Aber es will irgendwie nicht so wirklich flutschen. Die Trainingsergebnisse hingegen flutschen richtig. Dreimal A, das sieht man auch nicht allzu häufig. Bei Karaman, Sarin und Basedi auch noch beide steigen und Waldemar Anton. Aber die Tabelle ist ein bisschen ernüchternd, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben zwar noch 3 Punkte Vorsprung vor dem FC Nürnberg. Allerdings ist Fürth nicht so weit entfernt, haben ein Spiel weniger und Stuttgart ist jetzt schon uneinholbar. Hier sehen wir nochmal Martin Hanek, fällt ungefähr 4 Wochen aus. Ganz, ganz bitter. Soberg ist nicht zufrieden mit seiner Rolle im Verein. Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, was wollen wir machen? Füllkrug raus, eher nicht. Doppelspitze, was meint ihr? Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ich brauche es auf jeden Fall, weil so kann es nicht weitergehen. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf, macht's gut, schönen Tag noch, haut rein und ciao.